dieses von Kunden für Kunden, von Finanzentscheidern für Finanzentscheider. Und wir haben einen Blumenstrauß an wirklich tollen Themen gesammelt, die wir dort anbieten. Das sind Technologiethemen, DLT, aber natürlich auch ESG und Nachhaltigkeit. Und wir reden auch über Finanzmarktstabilität. Das ist auch wieder ein aktuelles Thema. Und von daher glaube ich, dass es eine wirklich, wirklich interessante Veranstaltung sein wird. Also ich glaube tatsächlich, dass man in geschützter Atmosphäre diskutiert und sich austauscht und Informationen bekommt und deshalb auch ganz offen diskutieren kann und ganz offen reden kann, da wo es eigentlich spannend wird. Wo das bei vielen öffentlichen Veranstaltungen so ist, dass es dann aufhört, dass es Political Correctness ist oder dass man eine gewisse Frage nicht stellen muss, fängt es hier erstmal an, spannend zu werden. Und das finde ich wirklich gut. Wir bieten die Plattform, den Rahmen und die Kunden gestalten die Inhalte. Diesmal sind wir am Vorabend im BMW-Museum. Das ist eine Architekturikone und ich finde, das passt auch thematisch gut, denn das Museum zeigt im Prinzip die Zeitreise der Mobilität und zeigt darüber hinaus auch, wie man gedacht hat, dass die Zukunft kommt. Und wir wollen in aller Demut ja auch einen Blick in die Zukunft richten und deshalb glaube ich, ist das ein perfekter Rahmen, um das dort zu tun. Ja, liebe Kunden, Gäste, Freunde der Bayerischen Landesbank, ich lade Sie sehr, sehr herzlich ein zu unserem Corporate Day, der am 22. Juni in der BayernLB und im BMW-Museum am Vorabend stattfinden wird. Herzlich willkommen, es wird eine interessante Veranstaltung sein, eine tolle Netzwerkveranstaltung. Würde mich freuen, wenn Sie auch in diesem Jahr wieder bei uns sind.